Leute, was geht ab, Leute? Hier. Wir testen jetzt den Münchner Nussred. Es nennt ihn zwar noch keiner so, aber ich taufe ihn so. Was geht ab? Alles klar? Alles wird. So. Ein riesiger Laden hier, riesige Fläche. Gott, wieder Elephant Bay, oder? Elephant Bay sponsert uns und wir testen alle eure Getränke. Die Marke ist jetzt gehypt, oder was? Hallo! Slavi. Maschallah. Chok gesetzt. Chok gesetzt, Navi. Also wirklich, von den Marken her eine Das ist krasse Soße. Das sind auch von den Marken her, von den Namen her sehr, sehr gute Soße. Mega. Auch hier die Auslage richtig geil. Ja. Oliven, Käse. Alter, das sah richtig nice aus. Das sah richtig nice aus. Das Fleisch sah richtig geil aus. Ich hatte auch so richtig Istanbul-Vibes hier drin. Ja. Ja. Auch wie das Design ist da drin. Genau. Sehr schön, auch mit der Musik und so im Hintergrund. Sehr, sehr schön. So, das noch nie gesehen, Leute. Bin gespannt. Schreibt so in den Kommentaren, ob ihr das kennt. What the fuck? Probier mal! Oh mein Gott! Was ist das? Was ist das? Das ist ja salzig. Das ist ja salzig und so. Scharf. Scharf, gell? Gott. Ich wusste auch mal geil. So, schaut mal, Leute. Köfte-Sandwich. So, Entrecôte-Sandwich. Adana Wrap. Und das hier, warte. Coco Ratch oder Coco Rack. Lammdarm. Genau. Und Goat. Genau. Ja. Es ist wild. Es ist genau so relativ neu und so jetzt. Es ist so im Kommen, das habe ich auch jetzt auf im Social Media gesehen, dass es viele jetzt anbieten und so. Alter. Ich bin sehr gespannt, ja. Dann sind wir ja hier direkt im Trend hier. Ja, ja, das ist echt neu. Muss man mögen sowas auch, glaube ich, ja. Voran mit, was willst du anfangen? Oh, geil. Ja, gleich mit dem hier, oder? Gleich mit dem, gönn dir. Aber was mir auch auffällt? Keine Soßen. Genau, wollte gerade sagen, ja. Fleisch. Und das ist jetzt auch nicht mal mit Salat oder Gurke oder sowas, ja, bei den anderen Tomaten oder sowas. Nur Gewürze, Fleisch nur, und Brot. Nur Brot und Fleisch und Gewürze. Mhm. Also? Geschmacklich richtig geil. Ein richtig geiler Rauchgeschmack so vom Grillen. True. Dieser Geschmack, das ist so lecker. Also mir persönlich ein bisschen zu wenig Salz, aber man kann es selber nachsalzen. Ja. Aber geschmacklich haut es rein. Also man schmeckt es auch richtig. Ja, das ist richtig lecker. Alter, probier das. Das ist mega geil. So. Sehr geiles Aroma, ja. Frag mich aber warum. Hier zum Beispiel keine Tomate, kein nix. Ich würde eine Tomate schon hier drin feiern. Mhm. Das schmeckt euch. Das ist ja schon, wir hatten erst das hier, aber das ist Hammer. Das ist Kokoretsch, oder? Ja, Kokoretsch. Sehr geil. Ja. Gut, oder? Sehr lecker. Aber auch noch nie hier irgendwo anders gesehen. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich das gekannt habe. Nur wir in der Türkei ist sehr berühmt. Ja. Und hier haben nur wir das. Wir bringen das extra aus der Türkei vom besten Hersteller. Mhm. Haben wir gesagt, hier können wir das ein bisschen pimpen, ein Upgrade machen. Und das haben wir gemacht. Unser Adana ist nur aus Lamm und Lammfleisch. Geil. Ja. Das ist spannend. Lasst euch schmecken. Danke, danke. Aber wenn jemand zum Beispiel soßen möchte, kannst du immer selber eine Soße drauf machen. Selber drauf tun, ne? Genau. Auch sehr geil. Hallo, kommt auch rein. Aroma einfach von diesem Fleisch. Einfach. Das ist so krass. Also schon echt lecker. Wirklich lecker. Ja, probiert es doch mal nach dem Schütteln. Boah.
Vielleicht feiern die das in der Türkei, aber also, das wird hier, glaube ich, nichts. Das wird hier, glaube ich, nichts. Also, sorry. Das. Nee. Sieht du das nichts aus? Schau mal mit dir, Mann. Adana. Hat auch gesagt, aus Lamm und Lammfett. Bin gespannt. Da muss ich sagen, Tapeten ist Aroma. Fleisch ist gut, leicht gewürzt, aber es kommt an den Geschmack da zum Beispiel nicht ran. Ja, das ist auch krass intensiv schon. Ja, ja, genau. Und das ist. Ja. Würde ich aber auch vielleicht eine Soße dazu empfehlen. Mhm. So. Adana. Clean. Richtig geil, zäh, so mag ich's. Mhm. Shots müssen gefeiert werden gegen Habtai Dürüm. Die angeblich besten Dürüm in München waren so matschig. Das war so weich und lapprig. Gar kein Biss hatte das. So muss ein Dürüm sein. Geil. Mhm. Ich finde gute Größe, perfekt für den Biss. Alles hast du drin, Fleisch, Tomate, Salat dann mit einem Biss. Genau, wollte ich gerade sagen. Kannst dann, wenn du Bock hast, oben immer ein bisschen Soße. Soße, ja. Ja. Mhm. Noch echt saftig, da kommt der Saft raus. Mhm. Köfte. Ich bin eher so der so türkische Sachen liebt und das ist halt geil, weil das war Lamm, das war auch Lamm. Ja, Köfte ist auch typisch türkisch, ja. Ayran aus der Türkei. Aus der Türkei? Türkische Ayran, ja. Probiert es mal auch. Sehr gerne. Und schmeckt alles? Sehr geil. Ist sehr geil bisher, ja. Ihr macht auch gut Show auf Social Media und so, habe ich gesehen. Hast du gesehen, oder? Habe ich natürlich. Ja, ja. Wie das Fleisch geschnitten wird und dann so gefüttert, genau wie bei Nusret. Ja, das ist der Neffe von Nusret. Ja? Nein, nicht dabei, das sagen wir so. Digga, du isst gerade alles off camera, Mann. Es ist so lecker, Mann. Und dann, Aber meine Frage, das da, ist es beliebt? Sehr beliebt. Ehrlich? Nein. Türken fahren ab. Ja. Weißt du, was es ist, oder? Ja, erste Mal getrunken. Ich habe das erste Mal getrunken. Schmeckt nicht, oder wie? Also ich... Es ist salzig, es ist scharf. Wenn du... Also Schärfe habe ich kein Problem, aber das ist so... Es ist so... Diese rote Beete-Saft, das ist sehr gesund. Ja. Und... Nein, Leute, absolut, ich ja. Ich verkaufe das genauso viel wie Ayran, sag ich mal. Echt? Nicht so viel, aber fast, ne? Ich würde sagen, das ist ein Läufer. Also ich mag ja auch rote Beete und so, aber das ist mir... Die Türken, die kennen das, die lieben das. Was? Echt zu salzig eigentlich. Bisschen, ja, was... Mhm. Ja, man muss es vielleicht echt... Es ist gewöhnungsbedürftig. Ja, gewöhnungsbedürftig, ja. Okay. Ja. Wobei der Ayran, der schaut sehr gut aus, ne? Ja. Wobei, wenn ich zum Inder gehe, diese Mango Lassi, wow. Ist auch ein bisschen anders, oder? Sehr lecker. Gut. Der ist super. Schön cremig. Sehr, sehr lecker. Der ist, echt nicht zu salzig. So, ich hab's so gesehen. Ich konnte nicht. Der ist, also Köfte, wirklich lecker. Hausgemacht, ja. Also ich mag dieses Brot, es ist auch schön weich. Im Flugweg auch jetzt nicht getoastet oder so, aber das passt irgendwie. Es ist echt lecker, wirklich lecker. Am besten echt mit einer Soße hier, weil das ist eben mein Favorite hier. Die ist auch mein Favorite, ja. Das ist so eine Tomatensoße hier, auch lecker. Aber die da, so Schafskäse auch lecker, sehr, sehr intensiv, aber sehr scharf, sehr, sehr scharf. Aber das ist... Bist du Nusret? Neffe.
So, wir probieren noch mal schnell ein bisschen von den Köfte. Falls ihr es nicht gehört habt, wir haben direkt daneben einen Supermarkt, alles wird frisch bezogen. Mmh. Mhm. Echt lecker. So. Jetzt kommen wir hier mal nach einer, was ist das? Entrecot, ja. Das ist jetzt typisch türkisches, mal dahin geredet, aber trotzdem bestimmt sehr lecker. Wow, da riecht man schon. Dieses Grillaroma. Mhm. Mhm. Auch hier mit Zwiebeln schön. Also, das ist sehr lecker. Es ist zwar durchgebraten, aber das Grillaroma, und es ist sehr, sehr weich. Grillaroma ist super, wirklich super. Dieses Rauchige, sehr geil, wirklich sehr lecker. Gutes Fleisch. Was ich merke hier ist, dass sie ein bisschen weniger salzen alles so, ja. Mhm. Aber dafür diesen Eingeschmack von den Produkten, also von dem Fleisch, von den Köfte und so, das ist einfach dieser Eigengeschmack von dem Fleisch einfach, das wollen sie im Vordergrund haben, ja. Und das machen die auch und das ist super lecker. So. Mmh. Das Aroma sticht. Aroma ist geil, ne? Aroma ist geil. Mmh. Vielleicht geil, aber bei dem brauche ich auf jeden Fall so. Mhm. Das ist aber irgendwie der Vorteil. Probier mal die hier, die ist auch sehr lecker, die Soße. Ja. Mmh. Mhm. Einfach Brot und diese Soße wird auch geil kommen. Mhm. Das schön weiche Brot mit der Soße. Das ist schon geil. Es wird noch ein paar geile Sachen geben. Ah, von den Sachen bisher, was war dein Favorit? Ah, dieses Kokoretsch, das war... Nee, du sagst euch schlecht. Spaß. Also dieses Kokoretsch, weiß ich, oder? Lambda, das war, ja. Also es war vom Geschmack her Aroma am besten für mich. Danach die Köfte. Danach dieses Entrecot, weil das auch geil, wirklich leckeres Fleisch war. Und dann halt dieser... Ananas. Genau. Wobei halt wirklich alles sehr, sehr gut war, aber das war jetzt meine Auflistung. Mega lecker, wirklich, wirklich gute Qualität. Man merkt es, man merkt diesen Geschmack und das ist echt lecker. Und dann tun noch die Soßen dazu. Plus der Flair hier, wie gesagt, Istanbul Vibes. Chef ist cool drauf. Hier ist der Neffe von Nusret. Gehört's euch. Also ich fand den Rap sogar ganz, also nicht das Beste, aber 2-3 Bisse. Ich mag dieses C. Das, ja. Vor allem, ich hatte jetzt eine Menge Raps in den letzten paar Tests. Das war schon der Beste, einfach von der Konsistenz her. Ja, so macht er Werbung. Schaut, Leute. Wir haben direkt Werbung für den Chef gemacht. Die Dame hier stehen geblieben, hat geschaut, war ein bisschen verwirrt. Ich schwör so rüber, sehr lecker hier. Und zack, geht sie rein. Suchst du Zucker oder was? Kann man auch so trinken. Schon ein bisschen Zucker rein. Das ist ein Fehler. Weißt du warum? Da, hier ist die Süße drin. Ja. Und das ist zum Neutralisieren, damit es nicht zu süß wird. Jetzt hast du zwei süße Sachen. Ich bin von Tunesien gewohnt, weil da sind die Tees auch immer total süß, Alter. Deswegen. So. Alter, das schaut alles sehr geil aus. Schön nussig. Mit dem hier an, oder?
nicht zu süß. Das ist geil. Oh, ich liebe sowas. Nuss. Teig. Honig. Boah, ist das geil. Das Krasse ist immer, die schaut immer brutal süß aus, gell? Ja. Aber so krass süß ist es gar nicht. Das ist ja das Geile. Boah, schau dir mal das hier an, ey. Das ist so geil. Tschu. Dankeschön, teşekkürler. Çok güzel. Seht ihr das, Leute? Vielen Dank, immer, danke, geil. Immer. Yo, das war's vom Münchner Nussrett. Okay, das, was wir jetzt gegessen haben, hatte jetzt nicht so Nussrett-Flair-Vibe-Feeling. Das war Streetfood und die haben echt krasse Sachen. Und eine krasse Sache kommt erst noch. Die werden wir auf jeden Fall auch dann testen. Und das nächste Mal werden wir auch natürlich so Fleischgerichte, Fleischteller mit Reis und so, die eher nussrettige Sachen testen. Aber guter Laden. Ich hatte voll die Istanbul-Vibes. Hat mir so sehr gut gefallen. Tati war total begeistert. Auch sehr nette Arbeiter, Besitzer. Ich denke, das wird groß rauskommen. Und wir waren die Ersten, die dort waren. Das war's von mir, Leute. Und Tati, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram. Und, mein Gott, Türken, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr diesen Saft feiert oder nicht. Ich habe eine Instagram-Umfrage gemacht. Es war ungefähr 50-50. Mein Gott, wie kann man das feiern? Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, investiert in Bitcoin, DeFi, Crypto, Cashflow, generieren, jeden Tag tracken, serious business und ciao.